Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, es ist einiges passiert. Leider regnet es gerade. Ich werde euch das jetzt gerade einfach auf den Weg zum dunklen Spalt erklären, was passiert ist. Deswegen gehen wir einmal mal kurz dahin. Wahrscheinlich wird es dort jetzt auch regnen. Nein, hier wird es nicht regnen. So, gut, dann einmal hier hoch bitte. Der Orden des Schwarzen Wurms wird sich an eurer Seele laben, Sterblicher. So, danke dafür, weil das brauche ich nämlich, was da drin ist. Der Typ ist nämlich wieder gespawnt. So, also folgendes ist passiert. Das hier ist schon die zweite Aufnahme. Mir ist nämlich tatsächlich die erste abgeschmiert. Leider, die existiert nicht. Deswegen ist das jetzt hier alles gerade nicht mehr blind. Jedenfalls diese eine Folge, wo ich die Vermina-Quest machen werde. So, den brauche ich. Schwarzen Seelenstein, danke. Genau, um nämlich bei Vermina die Quest zu bekommen, muss man einen schwarzen Seelenstein opfern. Und als ich in der nicht vorhandenen Aufnahme, die ich schon gemacht hatte, die dann leider doch dann hinfällig war, gemacht habe, bin ich dann hierher gereist, weil ich noch in Erinnerung hatte, dass man hier ja schwarze Seelensteine herstellen kann. Weil, und das Witzige ist, der hier, den wir von der Magiergilde haben, der hier zählt nicht. Also den hier können wir nicht opfern. Wir brauchen einen originalen schwarzen Seelenstein. Wenn ihr hier selber welche machen wollt, müsst ihr einen großen Seelenstein reinlegen. Allgemeine, kleine oder größere Seelensteine gehen nicht. Also bei größere weiß ich jetzt nicht, aber allgemeine und kleine funktionieren nicht. Ihr müsst den großen Seelenstein reinlegen und dann die Seelenfalle auf den Sarg wirken. Ich habe jetzt auch offscreen meine Mystik, oder? Ich glaube, ich hatte meine Mystik offscreen auch noch schnell mal auf, genau, auf 25 trainiert, indem ich die ganze Zeit Bannen, oder wie dieser Zauber heißt, gewirkt habe. Das ist eigentlich nichts anderes als, wie ich die ganze Zeit den, hier, genau, geringere Bannung. Den habe ich einfach die ganze Zeit gewirkt, so wie wir halt auch die ganze Zeit Mundlicht wirken, um Illusionen zu trainieren. Habe ich das jetzt schnell innerhalb von, das war innerhalb von 3 Minuten erledigt, hatte ich dann auch schon die Mystiker 25. So kann ich dann jetzt, den Zauber, wo haben wir den denn? Seelenfalle wirken. Genau, hier ist er. Den können wir jetzt benutzen. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Ich lege jetzt hier einfach mal einen großen Seelenstein rein. Das habe ich vor, demnächst noch ein paar mehrere von denen zu machen. So, Seelenstein ist drin. Ihr seht es, hier liegt ein großer Seelenstein drin. Jetzt wirkt ihr den Zauber drauf. Und ihr habt einen schwarzen Seelenstein jetzt, ne? Das war's eigentlich auch schon. So, und jetzt würde ich ganz gerne zum Schrein reisen. Natürlich ist er jetzt wieder natürlich unentdeckt, weil ich will das hier schon noch so machen, wie ich es auch in der letzten Folge gemacht habe. So, dann springen wir jetzt hier mal runter. So, und Akrobatik verbessert. So, da hinten war noch eine Nierenwurz. Die hatte ich nämlich auch gesehen. Die werde ich mir mal kurz noch snacken gehen. Übrigens, natürlich ist aber nicht die ganze Quest jetzt, also die ist zum Teil immer noch blind, weil die einfach mittendrin die Aufnahme abgeschmiert ist. Ich bin bis zu diesem Turm gekommen, aber das werdet ihr gleich sehen. Jetzt werde ich mich erstmal hier mit den Leuten unterhalten. Ich habe meine Ängste überwunden. Nichts kommt den Schrecken gleich, die Vermina mir in meinen Träumen gezeigt hat. So, mit dir noch? Ich habe alles gesehen. Nachdem ihr durch Verminas Augen gesehen habt, kann euch nichts mehr erschrecken. Genau. So, und jetzt du. Wer seid ihr, der ihr das Haus des Schattens zu betreten wagt? Was wollt ihr von Fürst Vermina? Ja, ganz einfach. Ich würde gerne mit ihr sprechen. Hier huldigen wir Vermina, beten darum, dass sie uns wahre Visionen gibt. Was wollt ihr hier? Ich will mit ihr sprechen. Wenn ihr mit Vermina sprechen wollt, müsst ihr dem Daedra-Fürsten einen schönen, großen, schwarzen Seelenstein anbieten. Genau. So, und genau das werden wir auch tun. Wir beobachten und warten. So, hier, nimm mal den Seelenstein, nette Dame. So, ja, ich würde ihn gerne opfern. Und Vermina war ja auch eine insane starke Quest in Skyrim. Vermina ist eigentlich auch so einer der Daedra-Fürsten, die ich sehr, sehr feier. Also Hemerus Moras immer noch mein Lieblings-Daedra-Fürst, aber Vermina ist auch schon sick. Also, das ist schon insane. Der daedrische Fürst der Träume. So sehen wir uns also wieder, Fremde.
Denn ob ihr es wisst oder nicht, wir haben uns schon einmal gesehen. Wenn ihr im Schlaf redet, dann sprecht ihr zu mir. Wenn ihr schweißgebadet erwacht, habt ihr gerade mein Haus verlassen. Ich lebe in euren Träumen. Ich ergötze mich an euren Träumen. Nun werdet ihr mir dienen. Der Zauberer Arkwed hat Verminas Kugel aus den Träumen meiner Anhänger entführt und in die wachende Welt gebracht. Reist zu seinem Turm und bringt mir meine Kugel wieder. Aber seid vorsichtig, Sterblicher. In meiner Kugel hat Arkwed mehr gefunden, als er erwartet hat. So, nachdem ich einen schwarzen Seelenstein als Opfergabe dargebracht habe, beschworen Verminas Anhänger den Dedra, der dann zu mir sprach. Vermina erzählte mir von einer Kugel, die der Zauberer Arkwed stahl. Er soll zu seinem Turm reisen, die Kugel bergen und sie zurück zu Vermina bringen. Genau das werden wir auch tun. So, gut. Und der Turm ist dort hinten, genau. Und da ist mir dann die Aufnahme abgeschissen. Also, ich hab den Turm gesehen. Hab mich dann noch so ein bisschen umgesehen, bevor ich dann rein bin. Und dann war vorbei. Dann ist das Spiel einfach abgeschmiert. Und ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall entschuldige ich mich dafür. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was man für eine Opfergabe braucht und wie man den halt bekommt. Was? Kampfmusik? Hallo? Ich riste mal meinen Lebenszauber aus. Da unten rennt eine Ratte rum. Echt jetzt? Ja, dann komm auch her. So. Ich nehme mich schon mit. Rixi, wo kam das hier auf einmal her? So, da ist auch schon der Turm. Also es ist echt nicht weit. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Ich bin auch gespannt, was wir für eine Belohnung bekommen werden, bin ich ehrlich. Weil in Skyrim haben wir ja damals so einen Stab bekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was der gemacht hat, um ehrlich zu sein. Schon zu lange her. So. Ich glaube, hier war nichts gewesen. Dann gehen wir direkt jetzt hier hin. So, her damit, mit den Tränken. So, dann gehen wir noch hoch. Ich glaube, hier war auch irgendwo noch eine Truhe, soweit ich mich da recht entsinnen kann. Ja, dann nehme ich alles mit. Genau. Alles mitnehmen. Noch eine Truhe. Letztes Mal war da ein Silberkrug drin. Das weiß ich noch. Jetzt ist ein Silberteller, der da drin steckt. So, komm mal her. Ich hätte gerne ein Knochenmehl. Danke. Oh, oh, oh. So, hier war nichts mehr. Gut, dann runter da. So, ab jetzt ist es... Ah, da ist der Eingang. Ab jetzt ist es auch schon wieder blind. Ich weiß echt nicht, was das schon wieder war. Es hat mich schon gerade wieder aufgeregt. So, dann gehen wir mal in den Turm rein. Ich bin gespannt. Ich duck mich mal lieber, wobei das wahrscheinlich eh nichts bringen wird, oder? Also er hat es auf jeden Fall schön eingerichtet. So viel ist sicher. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nee, ne? Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier gerade schon nichts. Das wäre jetzt blöd. Ach komm, nee. Alter, wir sind sowieso nur im Schleichen echt Dogshit. So, zack. Zack. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ist auch nichts. Doch, ein Sturmastronaut. Was? Was? Und ein Zivilei? Wo kommt der auf einmal her? So, komm her. Warte. Ich
Ich will deinen Kumpel leben. Und nochmal leben. Hier kann ich schön wieder Illusion trainieren. Sehr schön. Vor allem steckt sein Scheiß hier die ganzen Schläge ein. So, gib mir mal noch her dein Zeug. So. Und warum habe ich so viel Schaden kassiert, lol? Oh, da geht's ja schon weiter. Oh mein Gott! Oh, eine Truhe. Oh mein Gott! Was ist das denn hier? Alter, wie geil ist das denn bitte? Oh je, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Oh je, oh je. Ich glaube, diese Quest wird richtig geil. Sage ich euch, wie es ist. Oh mein Gott, sieht das hier insane aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Ich gehe nochmal zurück. Nicht, dass da noch irgendwo eine Tür war. Ich renne hier einfach weiter wie so ein Irrer. Vor allem geht der Turm nur geradeaus und nicht irgendwie nach oben. Moment mal ganz kurz. Nee. Hier haben wir alles. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich schätze mal, dass man auch hier runterfallen kann. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Gegner. Das ist noch eine Truhe. Ja, aber gut, ne, wenn man eine Kugel aus einer Traumwelt klaut, die von dem Detra-Fürsten Vermina höchstpersönlich. Ich glaube, da kann man einiges Böses mit anstellen. Und hier ist auf jeden Fall eins dieser Geschehnisse, sage ich jetzt einfach mal, die dadurch passiert sind. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, und es geht direkt... Oh was, da sind die Viecher selbst. Die hatten wir schon lange nicht mehr so als Gegner. Ich speichere aber lieber mal ab. Sicher ist sicher. So, komm her. So, jetzt du. So, du bleibst schön gelähmt. Oh mein Gott, ich kriege ja Schaden. Wieso kriege ich denn Schaden gedrückt? So, einen haben wir. Oh mein Gott, wieso kriege ich denn Schaden gedrückt? Was soll die Scheiße? Warte mal ganz kurz. Hier. Hier. Und so einen trinke ich auch. Mach doch die scheiß Tür zu! Könnt ihr die Tür aufmachen? Vermutlich nicht. Gut, das ist sehr gut. Dann kann ich schön weiterhin Illusion trainieren. Oh, da kippst du einfach um. Das tut mir aber nicht leid. So, gib mal dein Zeug her. Aber wieso kriege ich denn da Schaden gedrückt? Oh, dann ist, glaube ich, noch so ein Vieh. Ich werde mal ganz kurz meine Sachen reparieren. Ist, glaube ich, besser an der Stelle. Oh ja. War schon ganz schön gut was auf die Mütze gekriegt gerade. So. Nein, ich wollte es gar nicht benutzen. Ach Mann, scheiße. So, dann komm du auch mal noch her.
Alter, warum seid ihr auf einmal so stark? The fuck, euch hatte ich damals als Gegner und hier seid ihr übelst krank. Warum haltet ihr so viel aus? Nein. Hab leider keine Magie, Scheiße. So, sorry, dass ich jetzt hier kurz weg war. Ich wurde unterbrochen, tut mir sehr, sehr leid. Deswegen habe ich gerade eben nicht gesprochen. So, komme ich jetzt hier hoch und ich bin gerade ein bisschen baff. Ich bin echt ein bisschen baff, was hier gerade alles passiert. Ich weiß nicht mal, wo ich bin und hier komme ich irgendwie nicht rum. Ich dachte, vielleicht ist hier noch irgendwie was. Aber kann mir bitte einer mal sagen, was das hier für ein Raum ist? Was zum Henker ist das hier? So, aber wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Also wie gesagt, nochmal sorry, wenn ich hier gerade unterbrechen musste, also beziehungsweise nicht geredet habe. Achso. Hat schon gerade was jetzt noch mir so, habe ich Kampfesmusik. Oh mein Gott, das war ja eine schöne Begrüßung. Oh, ein schöner Abercut. Oh, da schießt doch irgendwas auf mich. Hey. Oh mein Gott, okay, der Xivila ist sehr, sehr stark.
Der nimmt mich ja richtig hops. So, den haben wir aber schon mal. Sehr gut. Und der Sturmausdruck wurde, glaube ich, auch gerade weggeballert. Aber was zum Teufel schießt er da denn? Ach so, das ist hier so ein scheiß Seelenstein. Oh mein Gott. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich bitte in Ruhe. Okay, diese Tür führt zu nichts. Hier geht's weiter. Hallo? Was ist das hier? Was ist das hier? Aquets-Rückzug. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ui, eine Dedra-Spinne. Hier ist auch eine Sackgasse. What the fuck? Was ist das hier alles? Das ist ja so verwirrend. So, Moment mal ganz kurz. Also hier geht's... Jetzt bin ich verwirrt. Wo bin ich denn hier genau? Hier müssen wir entlang. Das heißt, hier geht's woanders hin, oder wie? Wo geht's hier hin? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, Alter, ist das eine krank geile Quest jetzt schon, das muss ich ja ehrlich sagen. Also das bockt ja richtig rein. So, ja, hier geht's weiter, hier müssen wir auch weiter, ne? Und war ich jetzt hier überall oder nicht? Oder wie ist das jetzt? Da kam mal her. Da ist irgendwie eine Sackgasse, womit mir, hä? Und da war ich schon, oder wie? Wo bin ich jetzt? Oh Gott, ist das hier ein Labyrinth? Das hier ist ja so ein Labyrinth. Ne, wir gehen einfach jetzt weiter. Komm, scheiß drauf. Das hier ist ja ein reines Labyrinth gerade. Oh, ey, was? Ein Sturmastronach? Nein, lass mich da durch. Verdammter Sturmastronach. Oh nein, ich muss unten auf meine Leben aufpassen, dass ich jetzt nicht so auf die Mütze bekomme. Okay, haben wir noch geschafft. Haben wir noch geschafft. Schnell die Truder noch. Jetzt können wir hier wieder 10.000 Türen öffnen und gucken, wo es weitergeht. Hier geht's eh überall weiter. Herzzerreißende Hallen. Na super, das hört sich ja sehr, sehr einladend an. Jetzt werde ich mich aber erstmal wieder heilen müssen, ne? Das ist auch da, wo wir hin müssen. Dann gehe ich mal lieber die andere Richtung erstmal. Lalala. Ach, hier ist dann auch einfach nur eine Sackgasse. Okay. Ah, oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, du Scheißteil. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich speichere mal ab. Weil wer weiß, wie lange das hier noch geht, aber vielleicht ist das jetzt hier auch schon das Ende dann. Oh je. Also, ich schätze mal, den Boot fertig zu machen, wird nicht so leicht werden. Ist aber nur eine Vermutung. Hoffentlich ist er nicht immun gegen Lähmen. Nein, es geht immer noch weiter. Der Questteil ist immer noch rot. Wie groß ist das denn hier? Das ist ja riesig. So, tschüss. Oh mein Gott, was sind das hier für Geräusche? Ich kann keine Zauber wirken. Also ich gerade schweigsam bin oder was? Hier ist ja nochmal alles voller Dedra. So, von einem Gegner zum nächsten. Alter, hier ist ja alles voller Dedras. Alter, ist ja... Oh mein Gott! Oh,
und er gibt mir aufs Maul. Oh mein Gott, oh mein Gott, Bruder, Hilfe, Hilfe. Oh, ich bin weg, Bruder. Tschüssi. Oh mein Gott, gibt der mir auf die Fresse gerade. Alter, bedient und beseitigt der mich gerade. Ja. Dann halt du zuerst. Oh mein Gott, ja, 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 ja. Ich weiß, Hulk, du bist wieder da. Regeneriert er sich? Aber trotzdem auch mal gucken. Hey, warum? Da, okay. Ich finde es trotzdem sehr nice, dass wir hier auch Frost-Astro nach jetzt mal haben. Und Wiederherstellung verbessert. Sehr schön. Das ist wichtig und richtig. Schon direkt der nächste Heini. Es hört aber auch wirklich nicht auf, oder? Piss dich mal. So. Oh mein Gott. Ist das hier aber auch riesig. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Sage ich, wie es ist. Sage ich direkt, wie es ist. Da, Alter, wie ich hier in Bedulje komme, ne? Aber die Gegner sind hier aber auch extrem stark. Ist halt so. Ach du Scheiße. Na gut, ich glaube, ist jetzt Quatsch, die alle zu durchsuchen, ne? Und schon hat der nächste irgendwie 1000 Gold einstecken. Nee. Alles voller toten Zombies. So, hier geht's wieder weiter. Todesquartiere, ich ahne Böses. Alter, ist das eine krasse Quest hier. Das gibt's ja nicht. Oh. Hört er mich nicht? Er liegt da einfach und schläft. Da ist die Kugel, oder? Handgeschriebene Nachricht. Was haben wir hier noch? Eine mit zitternder Hand geschriebene Notiz. Keine Welt ist so groß wie die Welt des Verstands. Kein Reisender ist so weit gereist wie der Reisende im Land der Träume. Kein Abgrund ist so tief wie der Brunnen des Entsetzens, der in uns allen liegt. Ich habe seine Tiefen erforscht. Ich habe das Unvorstellbare gesehen. Ich bin jetzt ohne Angst. Selbst die Grenzen des Todes beschränken mich nicht. Ich bin der Herr des grenzenlosen Raums und Herr von Ort und Zeit. Ja. Also das... Kann ich leicht zustimmen, ja. Also von Raum definitiv, weil dieses eine Gebiet mit den Brücken, das war schon krass. Jenseits der Tore des Schlafs erwartet mich das Universum. Ich werde nicht länger warten, bis meine Träume mich in ferne Welten, in die unkennbare Tiefen und unaussprechliche Unermesslichkeit führen. Ich werde auf immer im Hause Verminas leben, mit der Kugel als Gefährtin. Es gibt keinen Kompass zu meinem Ziel, kein Ende für meine Reise. Mein Verstand ist mein ewiger Reisender. Furchtlos und wild vor Staunen in den Hallen des Schreckens. Der Typ ist also am Pennen und wird wahrscheinlich nicht mehr aufwachen. Ich gucke mich hier mal so ein bisschen um, wenn es recht ist. Oh, das nehme ich mal mit. Ach du Scheiße, ey. Oh, ich denke mal, die hier wirst du eh nicht mehr brauchen. Und dann nehme ich mal die Kugel an mich. Hier geht's noch weiter. Da gehen wir dann einfach gleich entlang. So, ich habe Verminas Kugel geborgen. Ich sollte jetzt zum Schrein zurückgehen und zurückbringen oder wie auch immer. Und er ist also... Ja. Er ist weg. Ja, dann soll er eben in seinen Welten da rum... Ach du meine Fresse! Oder sollte ich den töten? Ich weiß es halt nicht, ob ich ihn umbringen soll. Auf jeden Fall habe ich die Kugel. Und damit müsste jetzt hier eigentlich alles erstmal wieder in Ordnung sein. Ich bringe die Kugel zurück, dann ist gut. Oh, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts falsch. Aber mein lieber Mann, also... Leicht war das hier jetzt nicht. Muss ich ehrlich sagen. So. Ich erhalte meine Kugel zurück und Arquid wird den Rest seines Lebens wie in einem Albtraum verbringen. Es ist verdient. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Sterbliche.
ihr verdient, mein Zeichen zu tragen. So, wir Minas Kugel entfernen, was kriegen wir? Schädel der Korruption, ja genau, und es war doch auch der, dieser Stab, ne? Ne, oder? Den man doch in Skyrim auch bekommt. So, Vermina war zufrieden, Vermina war es zufrieden, dass ich ihm seine Kugel zurückbrachte. Ich wurde mit dem Schädel Korruption belohnt. Alles klar, sehr gute Übersetzung an der Stelle. So, Dankeschön, danke. Cool, dann gucken wir uns mal an, was der so macht. Da haben wir ihn. Ja, wie, okay, einfach Korruption, okay. Let's go. So, damit hätten wir auch diese D3-Quest geschafft, mein lieber Mann. Also, diese Quest war ja mega geil. Schon alleine nur der Raum mit den riesigen Möbelstücken, ne? Da war ich so baff, als ich das gesehen habe. Ach, das da oben ist ein... Ich dachte, was kommt denn da an? Was kommt denn da jetzt an? Ne, ist einfach nur ein Hirsch, ne? Gut, dann würde ich jetzt sagen, beende ich hier den Part. Alter, was eine Folge. Wie gesagt, nochmal... Entschuldigung, dass ich mittendrin... Was flattert denn da oben? Freund oder Feind? Ah, Kobold. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr. So, jetzt aber gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dann beende ich hier den Part. Und ich glaube, ja, questmäßig haben wir jetzt erstmal... soweit nichts. Dann würde ich ehrlich sagen, wir machen mal mit der Hauptquest ein bisschen weiter, oder? Und werden dann, ein Dietrichs Artefakt dann Martin geben. Und ich habe auch schon eines, im Blick, das ich dann auch gerne dann auch abgeben würde, weil ich glaube, die Dietrichs Artefakte sind halt geil. Und es ist irgendwie schade, wenn man halt eben eins hergeben muss. Aber so ist es. Und dann werde ich sagen, wir sehen uns einfach im Wolkenherrscher-Tempel wieder in der nächsten Folge. Und dann machen wir hier mit der Quest 3 Blut der Dedra weiter. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Auch wie gesagt, trotzdem, dass ich zwischendrin da mal kurz aufhören musste zu quatschen. Nochmal Entschuldigung dafür. Und ja, dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge beim Wolkenherrscher-Tempel wieder. Macht es gut. Ciao.